Ja, hallo, herzlich willkommen bei Werner Vino. Heute mal ganz anders. Die Prowein ist ja ausgefallen zum zweiten Mal und ist natürlich für Weingüter eine Katastrophe, wenn sie ihre Weine nicht im großen Stil auch präsentieren können, sie probiert werden können. Und wir haben eine Einladung bekommen von diegüter.de. Das ist also eine Vertriebsgesellschaft von 9 deutschen Spitzenweingütern, also 9 Familienweingütern, 9 verschiedenen Terroirs und 9 Grüß. Ja. Bei der Verkostung geht es vor allem um das Grundsortiment. Das heißt, wir probieren Gutsweine, Ortsweine. Es sind aber auch noch ein paar andere Schmankerl dabei. Es ist sehr viel dabei vom Jahrgang 2020. Und ich habe mir gedacht, ich stelle mal von jedem der Weingüter ganz kurz den Wein vor, der auf mich den größten Eindruck gemacht hat. Sehr gut sind sie alle, ja, war also kein schlechter Wein dabei. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Dann erfahrt ihr auch, wer die neuen Weingüter sind. So, erstes Weingut, Georg Breuer, Rheingau. Ja, ein Betrieb von ca. 40 Hektar. Und sehr interessant, die Erträge liegen bei ca. 35 Hektoliter pro Hektar, also sehr niedrig. Inhaber heute ist Theresa Breuer, war auch vor einigen Jahren Winzerin des Jahres. Von den 4 Weinen, die vorgestellt wurden, darunter auch ein 20er, habe ich mich dann aber doch entschieden für die Nummer 3, einfach weil hier das erste Mal ein Ortswein vorgestellt wurde aus Lorch. Sind also Lagen, die relativ neu bei dem Weingut sind. Den werden wir probieren. Das zweite Weingut aus Franken, Weingut Castell. Da habe ich lange überlegt, weil mir hat der Gutswein Silvaner ziemlich gut geschmeckt, Scheurebe auch. Aber es ist eine erste Lage dabei. 19er erste Lage, Castella Kugelspiel, Silvaner Trocken 2019. Den probieren wir. Das dritte Weingut, Graf Neidberg aus Württemberg. Auch eine sehr interessante Kollektion. Ich habe mich aber für den Klassiker entschieden. Bin ich vielleicht durch Österreich vorbelastet. Wir probieren den VDP Ortswein Schweigern Lemberger Trocken 2017. Viertes Weingut. Wir sind an der Ahr, Weingut Nellis. Hier natürlich im Vordergrund Rotwein. Ich habe mich hier für den eigentlich ganz neuen Weintyp entschieden, 1R. Wenn ich es richtig interpretiert habe, ist es eigentlich ein großes Gewächs. Und das probieren wir. Spätburgunder. So, wir sind jetzt beim ältesten Familienweingut Deutschlands. Also über 800 Jahre alt. Das Weingut Prinz Salm von der Nahe. Natürlich sehr rieslinglastig. Ich habe mich hier entschieden für den grünen Schiefer Riesling 2020. So, Nummer 6. Wir sind an der Ruwer. Maxim Grünhaus. Und ich habe mich hier entschieden
also wenn er schon mal dabei ist, ja, für einen 2020er Herrenberg Kabinett ein Kabi. So, wir sind in Rheinhessen, das siebte Weingut, Kühling Gillow. War ein bisschen schwierig, sich zu entscheiden. Ich habe lange zwischen Riesling und grauem Burgunder geschwankt. Klingt auch komisch, geschwankt auf einer Weinprobe. Naja, grauer Burgunder, sehr schön. Aber ich habe mich trotzdem für einen 2020er entschieden, und zwar Oppenheim Riesling Fassprobe. So, Nummer 8. Wir sind in der Pfalz. Dr. Birklin Wolf, ein absoluter Klassiker, eines der ältesten Familienweingüter in der Pfalz, ich glaube 1597. War auch schwer, sich hier zu entscheiden, aber es ist halt doch der Klassiker geworden. Ja? Und zwar Riesling 2020. Den probieren wir. So, last but not least, wir sind in Baden, ja, beim Weingut Freiherr von Gleichenstein. War auch schwierig. Also ich habe lange zwischen grauem und weißem Burgunder geschwankt, habe mich aber bewusst für den grauen Burgunder entschieden. Einerseits, weil ich grauen Burgunder unheimlich gerne mag, und Baden ist einfach eine der ganz großen Heimaten für grauen Burgunder. Los geht's. So, los geht's. Also, Georg Breuer Estate Lorch Riesling 2019. Schauen wir mal. Also dadurch, dass letztes Jahr die Prowein auch ausgefallen ist, ist der, glaube ich, noch gar nicht so vorgestellt worden. Also Boden haben wir Rheinschiefer und Quarzit, also vom Geruch her, sehr stark Birne und Kräuter. Schöne Säure, wirklich schöne Säure. Der Wein ist auch richtig schön trocken, finde ich. Also Geschmack ist auch Birne, Kräuter. Sehr straight der Wein. Also gefällt mir sehr gut. Da das meiste Fassproben sind. Ja. Werde ich nur ein bisschen probieren. Heute werden wir keine Punkte vergeben. Schauen wir mal, wie wir das dann machen. Also, sehr schöner Riesling, sehr schöner Rheingauer. Kompliment. Werden wir im Laufe des Jahres bestimmt nochmal testen. Zweiter Wein, ja, da sind wir jetzt in Franken. VDP erste Lage, Casteller Kugelspiel. Ja, Castell und der Silvaner kann man gar nicht trennen. Also das Jahr 1659 mit den ersten nachweisbaren
Silvaner reden in Deutschland, damals noch Österreicher genannt. Das war schon eine Pionierleistung. Jetzt schauen wir mal, wie der Wein ist. Ist Keuper. Ja, das ist richtig schöner Keuper, Silvaner. Hat zwar gelbe Früchte, aber diese Kräuter sind noch vordergründiger als die gelben Früchte. Wir sind hier beim Jahrgang 2019. Ist aber noch eine Fassprobe. Ist jetzt nicht so voluminös mit einer schönen Säure. Also ich bin kein Fan von diesen Wuchtbrummen. Ja, also wenn du einen Jahrgang hast, der gar nicht weiß, wohin mit den Fruchtaromen, wohin mit dem Alkohol und so. Ne, ist schön. Also 13%, okay, erste Lage, ist das in Ordnung. Kann man trinken. Sehr schön. Ja, jetzt sind wir an der Nahe, Prinz Salm, Grünschiefer. Ja, also wie gesagt, Prinz Salm, ältestes deutsches Weingut, 800 Jahre, 17 Hektar, sind Naturlandweine. Schön jetzt so Riesling aus verschiedenen Regionen nebeneinander auch zu probieren und sehr schön. Schöne Säure, ist noch sehr dezent der Riesling, aber man merkt, er wird noch wesentlich mehr aufmachen und kostet, glaube ich, ab Weingut um die 15 Euro, knapp unter 15 Euro. Der gefällt mir sehr gut. Schön. Also wird bestimmt interessant. Das Weingut mal durchzuprobieren. Nummer 4. Okay. Wobei ich sagen muss, das ist fast ein bisschen zu früh für die Nummer 4, weil wir da eben den Cabi haben. Das stellen wir jetzt mal ein bisschen um. Ja, der kommt ein bisschen später.
Wir sind jetzt in Rheinhessen. Oppenheim Riesling, Fassprobe 2020. Okay. Sponti. Sponti und Holz. Boah, der ist sehr schön. Der ist echt schön. Also, ich muss sagen, also so viel ich weiß, Doppelstückfass, kann man natürlich auch eine Quizfrage machen. Wie viel Liter hat ein Doppelstück? Ne? Also ist im Holz, das Holz ist aber nicht irgendwie sehr im Vordergrund, es wirkt nur unterstützend. In Oppenheim hat man sehr kalkhaltige Böden. Und das merkt man irgendwie, ja, also die Nase, ist schon der Pfirsich, und irgendwie Melisse, Minze in die Richtung, das ist sehr schön. Für einen Ortswein, klasse, wirklich klasse. Ja, sind wir schon bei Nummer 5. Wir sind in der Palz, Dr. Birkin Wolf, Riesling 2020 trocken. Ein biodynamisches Weingut. Ist da bestimmt einer der Vorreiter in Deutschland. Und gerade dieser Gutswein Riesling ist eigentlich legendär. Ich glaube, einer der letzten Jahrgänge, vielleicht sogar der 19er, der hat mal auf die Schnelle 90 Parkerpunkte bekommen. Glaube ich bei 12,50. Das ist also eine Cuvée aus verschiedenen Rieslinglagen. Und ich habe mir sagen lassen, dass da durchaus auch mal ein Riesling von der ersten Lage dabei sein kann. Wow. Ich finde es schon klasse, dass ich heute die Gelegenheit habe, diese Ortsweine durchzuprobieren. Das sind eigentlich die wichtigsten Weine für die Winzer. Ja, das sind die eigentlich auch am meisten ausgeschenkt werden, im offenen Ausschank dann sind bei Restaurants, Gaststätten. Das ist eigentlich die Visitenkarte vom Weingut. Und klasse. Typisch Pfalz. Stramme Säure, ja. Knochentrocken. Der hat auch unheimlich Lagerungspotenzial. Also ich glaube, man gibt dem schon 5 bis 10 Jahre und das ist
für einen Gutswein nicht schlecht. Ja. Sehr schön. Dann schauen wir mal. Jetzt sind wir in Baden. Freiherr vom Gleichenstein, grauer Burgunder 2020. Noch ein bisschen anderes Glas. Ein grauer Burgunder ist ja so eine Rebsorte, die nicht so im Fokus steht. Finde ich total unbegründet. Also es gibt graue Burgunder, die gehören zum Besten, was in Deutschland wächst, meiner Meinung nach. Also in der absoluten Burgunderspitze. Und ist einfach ein schöner, vielleicht ein bisschen cremiger, manchmal sind Nüsse. Ah, jetzt probieren wir den hier mal. Ja. Kommt aus einem 2000 Liter Holzfass. Der Boden, Kaiserstuhl, ist natürlich Feuerstein und Löss. Also Feuerstein merkt man. Man merkt aber auch eine gewisse Cremigkeit schon in der Nase. Ich finde, das Holz tut hier unheimlich gut. Also schmeckt für mich gar nicht nach einem normalen Gutswein. Ja, sehr schön. Das Weingut hat, glaube ich, 50 Hektar, ist gar nicht so klein. Ja. Feuerstein merkt man, eine gewisse Cremigkeit. Ein kleines bisschen Banane ist dabei. Ist schon klasse. Und hat eine schöne Säure. Also Grauburgunder mit einer schönen Säure, das ist klasse. Jetzt brauchen wir es ein bisschen Glas. Da haben wir es wieder. Maxim Grünhaus Riesling, Herrenberg Kabinett. Eine der Monopollagen. Und das ist schön, dass man heute nicht spucken muss. Ja. Sponti. Boah. Also ich muss sagen, das Weingut selbst hat so 34 Hektar, ist auch, glaube ich, das jüngste Mitglied bei Die Güter und repräsentiert die Ruwer. Ja. Liegt also ich glaube 2 Kilometer vor der Mündung von der Ruwer in die Mosel. Und hat, wie gesagt, 3 Monopollagen. Das sind der Abtsberg, der Herrenberg und der Bruderberg. Ja, und die machen einfach ganz großartige Rieslinge auch.
Er ist so schön schräg. Darum habe ich ihn auch genommen. Er ist richtig schön schräg mit dieser Sponti-Note. Der Schiefer, der lächelt dich an, der springt dich an. Moselschiefert. Entschuldigung, Overschiefert. Ist, glaube ich, so bei 15 Euro ab Weingut. Also Alkohol steht jetzt hier nicht drauf. Aber ich schätze, der wird irgendwo so bei 8% sein. Und das ist halt super. Ja? Sehr schön. Jetzt kommt Rot. Wir fangen an mit unseren Nachbarn in Württemberg. Ja. Graf Neidberg, Schweigern, Lemberger Trocken 2017. Graf Neidberg ist natürlich im deutschen Weinbau, aber auch im französischen. Ich glaube, im bulgarischen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Das ist natürlich eine Messlatte. Jetzt Lemberger. Dadurch, dass ich in Österreich wohne, kann ich ihn ganz gut mit blaufränkisch-österreichischer Prägung vergleichen. Und der hier muss ich nicht verstecken. Also schon etwas die Brombeernote. Kirsche ist da. Das Holz ist da, aber sehr unterstützend. Also ich nehme an, das ist gebrauchtes Holz. Der ist jetzt seit 2 Tagen geöffnet. Das ist schon klasse. Ich erzähle euch mal so ein bisschen auch von der Veranstaltung. Ich finde es eigentlich sehr gewitzt, von den neuen Weingütern zu sagen, ja, wir gehen auf unsere Kunden zu. Man hat also 3 Gruppen gebildet. Mit je 3 Weingütern. Jedes Weingut hat 4 Proben abgeben können. Man hat 0,1 in so kleinen Fläschchen abgefüllt und den Kunden zugeschickt. Und dann eine Live-Verkostung über 3 Tage gemacht. Das war sehr professionell, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, wir können da wieder teilnehmen. Ich glaube, das ist auch sehr gut angekommen. Man hat ja so die Reaktionen gesehen von den anderen Teilnehmern. War schon super. Ja. Das war über den Tag verteilt, jeweils um 10, 14 Uhr und 17 Uhr. Und man hatte eigentlich sehr profunde Informationen bekommen über die Weine. Also Wein muss verkauft werden, ja. Sonst wird keiner produziert. Und das war bestimmt keine schlechte Methode. Ja, der Lemberger, sehr schön. Er ist putztrocken. Ich habe vor einiger Zeit mal Württemberger Lemberger probiert. Der war mir ein bisschen zu süß. Aber man muss anscheinend nur zu den richtigen Winzern gehen. Also sehr schön. Sehr schöner Lemberger. Neunter und letzter Wein.
Also in der Beschreibung habe ich gelesen im Internet, großes Gewächs. Das war ein Gutnelles. Da hat es vor einigen Jahren auch einen Generationswechsel gegeben. Und irgendwie habe ich den Eindruck, es hat auch bei den Weinen so eine Veränderung gegeben. Früher waren die eher ein bisschen wuchtig, ja, also schon war vielleicht auch der Zeitgeist. Jetzt ist man etwas feiner, etwas diffiziler geworden. Also eigentlich so in die Spätburgunder Richtung. Die im Fokus steht. Ich finde den Namen wirklich genial. Also es ist eine geniale Namensgebung, 1A. Wie gesagt, laut Internet ein großes Gewächs. Und okay, der ist jetzt auch seit 3 Tagen auf. Jetzt ist er perfekt. Also Cassis ist da, die Johannisbeere, Riebiesel, Kirsche ein bisschen, aber vor allem Kräuter. Ja. Und Schiefer. Denn die A ist Schiefergebiet. Kommt alles sehr schön raus. Menge ist begrenzt auf 50 Hektoliter. Also das ist schon richtig. Ja. Ich glaube, das ist ein Schritt, der ist nicht schlecht im deutschen Weinbau. Furztrocken. Also überhaupt keine Süße dabei. Finde ich genial. Das ist großer Spätburgunder. Ja? Also da. Ich muss generell zu den Weinen sagen, kein schlechter Wein dabei. Alles herausragende Qualität. Und das Basissegment sehr passend, also man kriegt eine Menge Wein fürs Geld. Jahrgang 2020 ist jetzt so mein erster Eindruck, sehr eleganter Jahrgang, hat eine schöne Säure, die Weine sind eher schon präzise, ja. Also das und eben die Säure, das könnte natürlich schon für einen langlebigen Jahrgang sprechen. Und ja, es ist natürlich noch viel zu früh, die jetzt zu testen. Das werden wir im Laufe des Jahres gerne machen, auch die anderen Weine der Weingüter. Also die 9 sind bestimmt dran. Und muss mal schauen, dass wir die Weine ranschaffen. Wenn man uns da unterstützen will, sind wir da sehr offen. Ja. Und ich möchte mich nochmal bedanken, dass ich teilnehmen durfte an der Probe. Und ja, hoffe, es gibt noch eine ganze Reihe solcher Proben. Bis zum nächsten Mal. Und trinkt mehr deutsche Weine. Es lohnt sich. Tschüss.